Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Transport Fever Schönbau. Herzlich willkommen zurück im Burgenland. Da geht's in dieser Folge fleißig weiter. Und wir steigen auch wieder direkt mit der Bastelzeitreffe ein, denn ich habe einiges getan während eurer Abwesenheit sozusagen. Hier befindet sich jetzt eben die nächste Kleinstadt hier im Burgenland im Bau. Ich denke, man kann es sogar schon einigermaßen einordnen. Hier hat man gerade schon das Viadukt gesehen, was ich vorletzte Folge schon gezeigt habe. Und hier, ja, das ist halt so eine Art Terrassenbauweise, kann man vielleicht so sagen. Also damit die Stadt halt einfach nicht flach sich in der Ebene befindet, sondern ich wollte da halt einfach ein paar Höhenunterschiede drin haben. Und das habe ich dann versucht mit dieser Terrassenbauweise. Also wie Treppenstufen kann man sich das vorstellen. So habe ich versucht, das Ganze zu erreichen. Das Ganze wird dann natürlich auch noch mit dem Brücken- und Dammbau ein bisschen verziert und verkleidet. Deswegen ziehe ich mir an der Stelle auch schon mal ein paar Schienenstränge hinein. Das ist manchmal ein bisschen fummelig. Aber es geht ja ums Ergebnis. So, Schienenstränge, Schienenstränge, Schienenstränge. Und jetzt kommen da eben diese Brücken- und Dammbau-Elemente hinein. Hier habe ich mal diese Gothic-Textur verwendet. Die habe ich, glaube ich, auch noch nie benutzt. Die hat mir immer nicht so wirklich gefallen, weil ich habe ja auch überwiegend erst mit diesem Brücken- und Dammbau. Also ich habe vor kurzem erst angefangen, damit ganz anders zu arbeiten. Lange Zeit habe ich halt eben nur Brücken, Viadukte und sowas gebaut und da war die Textur nicht so wirklich passend. Aber hier, so bei diesem Stadtgebastel, finde ich, fügt sich das schon ganz gut ein. So, dann Straßennetz vorbereiten. Bisschen mit dem Geländetool alles schon mal ausbessern. Und dann machen wir einen kleinen thematischen Sprung und gehen mal zurück zu unserem Bahndamm der Nebenstrecke, den ich hier wieder so ein bisschen, also diese unschönen Unebenheiten lassen sich halt mit diesem Brücken- und Dammbaumod auch sehr, sehr schön kaschieren. Bisschen fummelig eben, wenn man Steigungen drin hat, aber so wie hier in dem Fall, gerade in diesem Abschnitt, ist ja alles schön in der Ebene. Da geht das alles super easy von der Hand. So, hier sieht man auch schon ganz gut, dass ich mir hier schon so ein Flussbett vorbereitet habe, das jetzt noch gefüllt wird. Eigentlich praktisch genau dasselbe wie bei der letzten Bastelzeitraffer. Vorletzte Folge. Nur eben an einer anderen Stelle. Die Idee dahinter ist relativ offensichtlich, ne? Also ich wollte halt einfach nochmal einen Fluss anlegen, der hier aus dem Gebirge hinabfließt. Der hat da irgendwo auf dem Berg oben seinen Ursprung. Irgendwo ist da die Quelle unterwegs und der fließt hier eben über diverse Wasserfälle hinab ins Tal und sammelt sich dann dort in einem See. Hier oben ist dann eben irgendwo die Quelle. So, dann dürfen natürlich ein paar Wanderwege nicht fehlen. Hier habe ich auch erst wieder so die etwas breitere Variante gewählt. Also das sieht einfach unterm Strich schöner aus, finde ich. So, jetzt einfach das Ganze umwandeln in einen Feldweg und dann hat der Feldweg halt einfach, ja, wie soll ich sagen, einfach ein bisschen größeres Fundament. Das fügt sich erfahrungsgemäß ein bisschen netter ein, deswegen mache ich das ganz gerne so. So. Okay, dann wird wieder ein bisschen planiert. Das ist jetzt Landwirtschaft quasi das Thema. Da habe ich mir das ganze Gelände erstmal so ein bisschen vorbereitet, auch so terrassenartig so ein bisschen alles angelegt. Das ist ja durchaus realistisch.
machen und hier kommen dann gleich einfach noch Felder dazu. Denn wir wollen ja auch ein bisschen was zu sehen haben, wenn wir dann hier demnächst auch mal eine kleine Rundfahrt machen über die Nebenbahn. Ist auch aktuell geplant. Vielleicht nächste Woche schon, ich muss mal schauen. Und ich denke mal, wenn der ganze Bereich fertiggestellt ist, dann würde sich auch so eine kleine Rundfahrt mit irgendeinem Fahrzeug mal wieder anbieten. Also dann kann man ja einfach mal so diese ganzen Hotspots so ein bisschen abklappern, so an der Festung vorbei, mal beim Campingplatz vorbeischauen, bei der Gärtnerei vielleicht mal ein paar Blumen kaufen, so in der Richtung hatte ich mir das vorgestellt. So, jetzt kommen die Felder dazu. Und man sieht ganz schön überall dort, wo man beim Planen der Felder jeweils einen Punkt setzt, da kriegt man so einen kleinen Erdhaufen, deswegen empfiehlt sich das immer dann kurz mit dem Geländetool einmal drüber zu gehen. Dann sieht das auch alles recht ordentlich aus. Feldwege dürfen natürlich nicht fehlen. Und das ein oder andere Gehöft, beziehungsweise einfach so ein kleiner Bergbauernhof, irgendwie sowas in der Richtung. Und natürlich auch immer schon mit dem Hintergedanken, dass ich da eine Güterhaltestelle anlegen kann, hinsetzen kann, damit ich da eben eine Traktorlinie anlegen kann. Und weil wir uns ja im Burgenland befinden, dürfen natürlich ein paar mehr Burgruinen auch nicht fehlen. Fiktives Burgenland natürlich, also falls jemand das nicht mitbekommen hat, ich habe das einfach so getauft, weil es ist der österreichische Bereich, aber ich baue hier natürlich, also nicht, dass jemand auf die Idee kommt, ich baue hier das Burgenland nach, das hat sich nur einfach so angeboten. So, es wächst und gedeiht, würde ich sagen. Dann nochmal ein paar Felder angelegt. Und dann sind wir mit dem Part auch gleich durch. Und dann gibt es noch ein Wasserkraftwerk zu bestaunen, was ich gebastelt habe. Habe ich auch noch nie gemacht in der Form. Auch eigentlich eine ganz simple Nummer. Ich bin nur noch nie so wirklich drauf gekommen. So, Vegetation darf natürlich auch nicht fehlen, zu guter Letzt. Alles schön gemütlich mit dem Förster-Mod angelegt. Okay, dann sind wir mit dem Teil auch soweit erstmal durch. Weiter geht's direkt mit der Gärtnerei, die ich schon ganz kurz gezeigt hatte. Und jetzt gibt es eben die Entstehung der Gärtnerei. Ist auch ein relativ kleines Gelände geworden, irgendwie so ein kleiner Familienbetrieb, der über die Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrhunderte gewachsen ist. Hier habe ich einfach diese kleinen Gewächshäuser zusammengeklebt, um da einfach dann ein großes entstehen zu lassen. Funktioniert wunderbar. Kompost darf natürlich nicht fehlen. Und allerhand Deko-Elemente aus dem Kleingarten-Asset-Paket. So, dann habe ich einfach noch ein bisschen mehr Fläche gebraucht, einfach eine dicke Straße hergenommen. Das sind ja eigentlich, da sieht man es ja ganz gut in diesem Auswahlmenü, eben irgendwie so Werkschuppen, Werkstätten. Aber ich finde, das geht eigentlich auch ganz gut als irgendwelche Gewächshäuser durch. Kann man schon so machen, denke ich. Möglicherweise eine Pilzzucht, habe ich mir überlegt. So, dann hier ist quasi die Freiluftgärtnerei. Da habe ich mir dann eben diese gezielt platzierbaren Bäume zu Hilfe genommen und habe da einfach mal verschiedene bunte Varianten gepflanzt, alles Mögliche durcheinander gemischt. Ist möglicherweise nicht so mega realistisch, wie ich das hier umsetze, aber es fügt sich sehr, sehr schön ein. Also das werde ich auf jeden Fall noch öfter so auf diese Art und Weise machen. Ist natürlich auch für Privathäuser ganz gut geeignet. Da kann man ja auch irgendwie kleine Gärten noch anlegen. Und ich finde, das sieht halt echt schön aus. Schöner Farbklecks auch vor allem. So, dann der übliche Kram. Noch ein paar Texturen aufgetragen.
alles, was irgendwie so reingepasst hat, habe ich dann hier noch dazu geschmissen. Bisschen landwirtschaftliche Gerätschaften. Passt, denke ich, auch ganz gut zum Thema Gärtnerei. Und das ganze Ding natürlich noch eingezäunt. So, und auch das wird selbstverständlich nicht die letzte Gärtnerei sein, die ich hier auf der Karte gebastelt habe. Dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum letzten Abschnitt der Bastelzeitraffer. Und zwar die Entstehung des kleinen alten Wasserkraftwerkes. Ich habe hier wieder Schienenstränge zu Hilfe genommen. Wichtig ist dabei eigentlich nur, dass das in der perfekten Ebene ist. Und dann kann man eben hier schön diese Brücken- und Dammbauelemente dranhängen. Alles ein bisschen hinkonfiguriert, bis es mir gepasst hat. Und auf diese Art und Weise habe ich jetzt eben mein erstes Wasserkraftwerk entstehen lassen. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Auch wenn es wirklich eine ganz, ganz simple Nummer ist, aber es ist wirklich einfach ein schönes, belebendes Element. Ich habe das Ganze natürlich auch inzwischen schon mit Besuchermagneten versehen. Also da verirren sich auch ein paar Wanderer hin. Das ist echt nicht so verkehrt. Und ich muss auch mal schauen, weil es gibt ja auch wirklich tatsächlich einen richtigen Staudamm, den man verbauen kann. Da muss ich mal schauen, wo ich da noch eine vernünftige Ecke auf der Karte finde. Hätte ich schon auch ganz gerne noch dabei. Den habe ich auch noch nie benutzt. Habe aber nur Gutes davon gehört. Also, das wäre auf jeden Fall noch eine ziemlich coole Maßnahme, den hier irgendwo auf der Karte unterzubekommen. Ganze noch hier ans Fußwegnetz angeschlossen. Bisschen mit dem Geländetool drüber gepinselt. Bisschen Detailarbeit, hier ein paar Felsen hingeschmissen. Und natürlich ein paar Bäume. Und das Ganze schauen wir uns jetzt natürlich noch in-game an. Dann schauen wir doch mal, dass wir es erstmal irgendwie ein bisschen in den Gesamtkontext einordnen können. Hier drüben sind so die etwas bekannteren oder älteren Sachen eben, älteren Bauwerke. Hier dieses kleine Städtchen mit der Drachenfestung, mit dem kleinen touristisch erschlossenen See-Campingplatz. Dann hier eben diese kleine mittelalterliche Stadt mit diesem Herrschaftssitz, der so ein bisschen über dem Städtchen thront. Dann hier drüben das andere Städtchen, hat glaube ich auch schon einen Namen, Kirchberg, kam auch in den Kommentaren. Vielen Dank dafür. Und der gesamte Bauabschnitt der heutigen Folge ist eben im Wesentlichen dieser ganze Bereich hier. Na, also man hat ja gesehen, wie ich hier diesen Viadukt gebaut habe. Die Entstehung dieses kleinen Flusses. War das überhaupt der hier oder war es der da drüben? Ne, ich glaube, der hier drüben war es, ne? Und dann, naja, gut. Ist alles ein bisschen konfus vielleicht von den Bastelzeitraffern, weil die halt einfach jetzt auch über eine ganze Woche entstanden sind. Deswegen passt das vielleicht manchmal nicht alles perfekt zusammen. Aber ist ja egal. Hier drüben ist eben jetzt dieses kleine Wasserkraftwerk. Und ich hatte es ja schon erwähnt. Auch hier habe ich schon mit Besuchermagneten gebastelt. Das heißt, hier laufen auch einfach ein paar Leute durch die Gegend. Schöne Geschichte. Okay, dann hier spannt sich eben jetzt dieses Viadukt drüber. Ja, diese Dinge hat man nicht gesehen, wobei, ach, das könnte ich sogar noch, da hatte ich auch eine Zeitraffer angelegt für dieses ganze Gebiet. Vielleicht mache ich auch einfach nochmal eine Bonus-Zeitraffer, weil jetzt doch so viele Zeitraffern zusammengekommen sind und das sprengt halt schon ganz schön den Rahmen. Deswegen glaube ich, alles, was so ein bisschen überschüssig ist, werde ich dann einfach nochmal als separates Video irgendwann veröffentlichen. Ich glaube, das ist nicht die schlechteste Idee. So, hier habe ich jetzt zum Beispiel auch, es gibt ja eine neue Deko, Tier-Deko-Mod von dem netten Menschen, der die ganzen BLS-Mods erstellt hat. Der hat sich irgendwie nochmal hingesetzt, hat das alles überarbeitet und auch noch mehr Optionen geschaffen. Es gibt ja inzwischen auch noch vernünftige Ziegen, Schafe und dergleichen mehr. Hier habe ich jetzt eben mal so Fleckvieh aufgestellt.
Und erstmal halt mit diesem Zaun hier eingezäunt, aber ich habe es ja schon mal angesprochen, da ist tatsächlich so ein richtiger Weidezaun in Arbeit. Und sobald der natürlich das Licht der Welt erblickt, werde ich diese ganzen moderneren Zäune halt in diesen Bereichen definitiv noch ersetzen durch vernünftige Weidezäune. So. Auch für so ein paar Farbtupfer, für so ein paar Akzente habe ich einfach mit diesem gezielt platzierbaren Bäume-Mod noch gesorgt. Einfach hier mit diesem Herbst- oder frühlingsartigen Bäumen immer mal wieder so ein bisschen reingemischt. Da oben auch einfach so kleine Akzente einfach gesetzt. Ich finde, das fügt sich dann auch nochmal ganz nett ins Gesamtbild ein. Dann ist hier so eine Art Berghütte nochmal entstanden. Und wir folgen einfach mal noch ein Stückchen hier der Nebenbahn. Über das Viadukt drüber, was ihr in der Zeitraffer gesehen habt. Habe ich auch alles inzwischen noch ein bisschen weiter gebastelt. Vor allen Dingen mit viel Vegetation. Und hier ist eben jetzt dieses Städtchen, was noch hier ziemlich im Rohbau sich befindet. Läuft die Anlage eigentlich? Ja, okay, ja, der wartet einfach nur. Ach ja, genau, Rollmaterial. Genau, das darf ich nicht vergessen. Das will ich euch gleich noch zeigen, abschließend, was ich da alles von der ÖBB dazugenommen habe. Hier unter anderem eben mal diese österreichische Diesellok mit zwei Inlandsreisewägen. Bespannt. Aber der wartet eben gerade, dass der Streckenabschnitt frei wird. So, ja, hier gibt es auch eigentlich nicht allzu viel dazu zu sagen. Ihr habt ja gesehen, ich habe einfach diese Terrassen angelegt hier an der Stelle. Ja, das ist gar nicht die Stadt aus der Zeitraffer, oder? Nee. Wo waren das? Ach, ich komme echt durcheinander hier mit dem ganzen Gebastel. Ach, hier drüben war das. Okay, dann legen wir vielleicht erstmal kurz hier los. Ja, aber hier ist ja auch nicht wirklich viel entstanden. Ihr seht schon, ich habe das Ganze schon so ein bisschen zum Leben erweckt, mit Besuchermagneten alles ein bisschen vollgepflastert, damit hier auch einfach schon mal Sims durch die Gegend fahren und laufen. Die erste Buslinie habe ich hier angelegt. Eine Stromtrasse habe ich hier noch durchgezogen, wie man sehen kann. Und naja, hier drüben, was ich gerade schon gezeigt hatte, wo hier gerade noch der Dieselzug wartet, damit der weiterfahren kann. Eben genau dasselbe Bauschema einfach, ne? Eben auch so Terrassenbauweise. Das soll auch so ein bisschen so einen mittelalterlichen Touch bekommen. Deswegen habe ich hier auch schon mal so ein kleines Stadttor reingezogen. Irgendwo wird es dann noch Reste der mittelalterlichen Stadtmauer zu sehen geben, so. Aber naja, das ist ja offensichtlich auch alles noch ziemlicher Rohbau da drüben. Also das ist jetzt auch schon so die Ecke. Das wird auf jeden Fall schon so der Stadtrand der österreichischen Stadt werden, so, ne? Also da habe ich schon ein bisschen was getan, auch alles gefilmt, aber wie gesagt, das wird noch ein bisschen dauern. Deswegen gehen wir einfach diesen ganzen Bereich noch mal ein bisschen durch, bevor ihr noch das Rollmaterial zu sehen bekommt und natürlich noch ein paar vernünftige Bilder mit dem Kameratool. Hier habe ich noch einfach nochmal so einen fertigen Bauernhof reingeklebt, beziehungsweise das ist einfach so eine Baumwollplantage. Klar, natürlich für diese Region komplett unrealistisch, aber die Felder sehen einfach gut aus, finde ich. Und insgesamt ist das einfach ein nettes Asset. Denn diese beiden Bauernhöfe sind einfach im Eigenbau entstanden. Auch beide schon mit einer Güterhaltestelle versehen. Und diese Traktorlinie auch ganz simple Nummer, einfach nur für die Inszenierung. Die fahren einfach nur im Kreis. Haben drei Stationen, fahren von diesem Bauernhof zur quasi Baumwollplantage, dann zu diesem Bauernhof und immer weiter im Kreis. Dann hier oben ist eben diese Weide. Entlang der ganzen Bahntrasse, entlang der ganzen Nebenbahn bin ich auch schon so ein bisschen weiter in das ganz kleine Vegetationsdetail gegangen und habe punktuell schon mal hier mit diesen ganzen Gräsern und den kleinen Gebüschen gearbeitet. Auch ein paar von den Hinweisschildern habe ich schon aufgestellt. Dann hier geht es über den Fluss drüber beim Wasserkraftwerk. Hier oben ist nochmal so eine kleine, was kleines Burgartiges entstanden. Hier ist diese Galerie, die ich schon gezeigt habe. Und so schließt sich der Kreis dann auch so ein bisschen. Hier oben habe ich nochmal diese Burg draufgeklebt. Ne, das ist ja auch einfach nur eine fertige Burg. Kann man einfach oben draufstellen, einfach eine ebene Fläche schaffen. Dann habe ich hier noch eine Buslinie angelegt. Und da kommt er auch gerade um die Ecke gefahren. Hier mal ein bisschen älteres Modell noch dazu genommen. Können wir uns gerade mal kurz dran kleben und ein paar Meter mitfahren. Aber das wird sowieso nochmal eine eigene Folge. Also hier einfach eine vernünftige Mitfahrt, wo wir die ganzen Touristenattraktionen und die ganzen schönen Bauwerke hier so nach und nach abklappern. Deswegen spare ich mir das an der Stelle.
Ja, aber sieht schon alles nicht so schlecht aus hier, oder? Also die ganze Landschaft, damit bin ich wirklich zufrieden. Paar nette Highlights gesetzt und auch die Berge so nach und nach ein bisschen weiterentwickelt. Ich denke mal, da bin ich auch auf einem ganz guten Weg. Das passt schon. Okay, gut. Dann, was haben wir denn noch? Ich denke, ich habe alles gezeigt, was es zu zeigen gibt. Deswegen gehen wir hier nochmal kurz drüber. Nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Aber hier ist er sowieso. Da müssen wir eh nochmal irgendwann dran vorbeikommen in einer der zukünftigen Folgen. Weil ihr seht ja, das ist ja alles noch totaler Rohbau. Das wird noch eine ganze Ecke dauern, bis das alles fertig ist hier. Okay, kümmern wir uns abschließend noch, werfen wir noch einen Blick aufs Rollmaterial. Da haben wir doch direkt ein Depot. Stoppen das Ganze mal und gehen mal ins Kaufmenü. Da habe ich inzwischen auch so viele, also ich habe echt viel Rollmaterial installiert mittlerweile, deswegen dauert das auch immer ein paar Sekunden, bis sich das Ding hier öffnet. Es wird wohl an der Menge an Mods liegen, die ich installiert habe. So, dann grenzen wir das Ganze erstmal ein. Diesellokomotiven habe ich gar nicht so wahnsinnig viele für die. Also es geht jetzt nur um ÖBB, ne? Das einfach schon mal so vorweg. Diesel, da gibt es gar nicht so viel, glaube ich. Oder vielleicht habe ich auch nicht alles entdeckt. Die Köpfe habe ich natürlich noch dazu genommen. Okay, hier sind auch diese Brückenbaudinger einsortiert. Genau, hier beginnt das. Hier haben wir zum Beispiel die ÖBB 2067 in verschiedenen Lackierungen. Für den Verschubverkehr bzw. Rangierverkehr. Und hier haben wir dann eben die 2143, die man gerade schon mal ganz kurz gesehen hat. Die wird auch, glaube ich, Gegenstand der Kameratoolaufnahmen werden. Auch in verschiedenen Lackierungen, sehr schöne Geschichte. Dann gehen wir mal zu den Elektrolokomotiven. Die fiktive ÖBB 1014 habe ich dazu genommen. Beziehungsweise alle Varianten der 1014er. Dann, was haben wir denn noch dabei? Ich habe auch generell noch ein paar ältere Lokomotiven dazu genommen. Also für die zukünftigen Museumsbahnen habe ich mich schon mal so ein bisschen vorbereitet hier an der Stelle. Genauso wie hier, zum Beispiel die E18 habe ich auch noch nie benutzt. Ich glaube, die kam auch erst vor kurzem. Ist die, glaube ich, erst erschienen, wenn ich das gerade richtig auf dem Schirm habe. Die wird natürlich auch noch eingesetzt. Und dann haben wir hier schon mal ÖBB-Material. 1062 ist eine elektrische Verschublokomotive. Dann haben wir hier diese ganzen, die Hochleistungslokomotive ÖBB 1012 mit maximal 230 Stundenkilometer. Die kann ich also schön auch für den Fernverkehr einsetzen. Dann ÖBB 1014 habe ich installiert, auch in verschiedensten Varianten. Da ist noch die Taurus mit drin, die 1018. Ah, verwandt mit der deutschen E18. Ja, ich dachte mir schon, die sieht ja schon sehr, sehr ähnlich aus. Aber auch, also wunderschöne Lokomotive, die wird auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Mal schauen, ob die eher zu einer Museumsbahn passt oder vielleicht eher für den normalen Linienbetrieb. Das habe ich mir noch nicht überlegt. Dann haben wir hier die 1044, auch echt eine schöne Lokomotive, wie ich finde. Die 1044 in verschiedensten Varianten. Dann haben wir hier nochmal die 1062 Verschub-Lokomotive. Die Taurus in Railjet-Lackierung. Dann die 1144. Ich meine, das ist sogar die, die habe ich als Kind noch durch die Gegend fahren sehen. Glaube ich. Die kommt mir auf jeden Fall sehr, sehr bekannt vor. Die wird auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Dann haben wir hier noch Verschub-Lokomotive, die auch für den leichten Nahgüterverkehr eingesetzt werden kann. Das wird zum Einsatz kommen. Dann habe ich das Krokodil dazu genommen, das österreichische. Die wird auch noch irgendwo ihren Platz finden. Und natürlich auch einiges an Triebwagen habe ich installiert. Das hier ist irgendwie so ein Nahverkehrstriebzug. Der Talent ist natürlich dabei. Da muss ich noch diese ganzen, die ganzen Lackierungsvarianten freischalten. Fällt mir gerade auf bei der Gelegenheit. Dann haben wir hier für die Wiener Schnellbahn, das eignet sich dann natürlich perfekt für das S-Bahn-Netz, was natürlich auch in der Großstadt, in der österreichischen Großstadt entstehen wird, in verschiedensten Varianten und Lackierungen. Das ist echt eine schöne Sache, da können wir richtig viel Variation auf die Strecken bringen. Dann den habe ich noch dazu genommen, hier den 1041. Den habe ich, glaube ich, auch schon irgendwo auf die Strecke geschickt. Dann haben wir hier diese ganzen Wiener Stadtbahn-Geschichten, den ich auch in der
österreichischen Stadt zum Einsatz bringen werde. Genau, das war's, glaube ich, im Großen und Ganzen. Und die Dieseltriebwagen, die verkehren ja sowieso schon. Da habe ich jetzt auch noch diesen hier dazu genommen, zum Beispiel den 5042. Dann der fährt ja schon durch die Gegend. Den müsste man auch eigentlich inzwischen schon in einigen Kameratool-Aufnahmen gesehen haben. Den 628, genau, DB, den muss ich auch noch irgendwo auf die Reise schicken. Der wurde sich mehrfach gewünscht. Der kommt auf jeden Fall noch auf einer der Nebenstrecken zum Einsatz. Dann die Wiener U-Bahn habe ich natürlich dazu genommen. Hier sind die ganzen Desiro-Varianten. Dann den hat man, glaube ich, schon in der Kameratool-Aufnahme durch die Gegend fahren sehen. Genau, und das müsste es auch im Großen und Ganzen gewesen sein. So, ich wollte euch einfach mal einen kleinen Überblick verschaffen. Wenn ihr noch Wünsche habt, Anregungen, was man für den österreichischen Bereich dann alles noch auf die Schienen schicken könnte, gerne her damit, gerne in die Kommentare. Jetzt ist perfekter Zeitpunkt, weil es ist ja alles noch so Planungsphase. Da verkehrt aktuell noch nichts, da habe ich noch ein paar Wochen Zeit, bis es da losgeht so wirklich mit dem Thema. Deswegen wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, da einfach Wünsche zu äußern. So, ich glaube, dann sind wir auch durch mit dem Inhaltlichen. Ich hoffe, das war wieder einigermaßen alles nachvollziehbar. Ist natürlich ein bisschen schwierig zu präsentieren, weil eben dieser ganze Bereich einfach noch so im Rohbau und im Umbau sich befindet. Hier muss ich noch die ganze Autobahn irgendwo hineinführen in die Stadt sinnvoll und die ganzen die Schnellfahrstrecken, die Fernverkehrsstrecken und so weiter und so fort. Da steht noch einiges an Arbeit voraus, deswegen das wird noch eine ganze Weile dauern. Aber wie gesagt, wir sind auf einem guten Weg. So, okay, gut, dann seid ihr entlassen. Ihr kriegt natürlich noch ein paar Kameratool-Aufnahmen hinten dran geschnibbelt, wie das so üblich ist. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein wenig gefallen. Und wenn ihr Lust habt, dann schaltet doch beim nächsten Mal einfach wieder ein. Würde mich sehr freuen. Bis dahin und macht's gut.